Erstmal einen guten Morgen, Bierchen. Guck mal, weil da oben Sonne scheint, laden wir unsere Geräte hier auf mit diesen Solarpanels. Und guck mal, hier habe ich gepennt und hier hat dieser Herr Goldmann gepennt. Schwein. Auf diese Hängematte. Das war geil, Alter. Aber kalt mal wieder. Ich habe wieder nicht gefroren. Du hast nicht gefroren, ne? Guck mal, ich habe das hier angemacht, weil ich werde für uns gleich Mittagessen machen. Und zwar, ich mache erstmal diese Pfanne hier drauf und ein bisschen Öl. Und wisst ihr, was ich mache? Und zwar, ich brate das Essen von gestern an. Was ich gestern gemacht habe für uns beide. Das brate ich jetzt an, damit das angebraten ist und warm ist und sowas. Und dann fressen wir das gleich. So, ich glaube, das ist vernünftig angebraten. So, fressen ist fertig. Naja, schmeckt zwar gut, aber gestern war auf jeden Fall besser, wo es frisch war. Es schmeckt das irgendwie so angewärmt, so angebraten. Aber ist trotzdem voll cool fressen. Voll. Der Koffein wurde hergestellt. Richtig geil. Das ist feierlich. Ja, ich kann mich jedes Mal immer wieder wiederholen. Draußen oder in der Natur Kaffee zu saufen ist geil. Die Sachen sind gepackt und jetzt Wanderung Tag 3 Start kommt. Ich grüße Maize. Vielen Dank für deine Donation über PayPal. Ich grüße Dolle Explorer. Vielen Dank für das Abschließen einer Stufe 2 Beer Power Kanalmitgliedschaft. So, jetzt wird das eigentliche Video fortgesetzt. Guck mal, dieser nervige Müllsack hier, der nervt die ganze Zeit so richtig rum. Der stört mich, der geht mir sowas von auf die Nerven und auf den Sack und sowas. Und durchs Gehirn irgendwie, das belastet. Und wir müssen unbedingt hier so einen Mülleimer finden. Guck mal, hier vorne ist ein Mülleimer. Das heißt, ich kann hier meinen nervigen Müllsack da reinschmeißen. So, diese ganzen leeren Bierflaschen, die haben wir hier hingelegt. Und der restliche Müll ist da drin. Und von dem Herrn Goldmann sind hier diese Nüsse und sowas ausgelaufen. Das darfst du auch auf YouTube nicht sagen. Ich bin eine Mistgabe. Und weißt du auch warum? Weil ich alles nehme, was drei Löcher hat.
Das hier, das ist eine öffentliche Toilette. Und ich werde jetzt mit ganz viel Bierschissgeruch die Toilette voll machen. Das fände ich richtig geil. So, ich habe gerade da drin Analabfall gemacht. Richtig geil. Guck mal, wie versifft und eiterhaft dieser Fluss aussieht. Und mit wie viel diese braunen Eiter, was hier rumschwimmt. Und dieser Fluss, der hat genau diesen Namen hier. Eiter. Da sind wir gerade drüber rübergelaufen. Ich habe aus diesem Fluss getrunken. Guck mal, hier vorne ist ein verschmierter Netto. Den haben wir gefunden. Und wir werden hier erstmal Bier kaufen gehen. So, ich habe gerade Bier und Gewürzketchup und hier diese weiße Flüssigkeiten hier gekauft. Und hier der Herr Goldmann ist da reingelaufen. Er geht jetzt für sich einkaufen. Weil ich habe schon eingekauft. Ich werde das jetzt in meinen Wagen reinpacken. So, die Biere und die anderen Sachen sind gepackt. Herr Goldmann ist auch fertig mit Einkaufen. Und jetzt gelaufen wir erstmal nach Richtung Pferden. Gelarch ist gelarch. Und wir werden heute schon wieder ganz viel Bier trinken. Geprost! So, wir sind ein Stückchen nach Richtung Pferden gelaufen. Aber wir sind noch lange nicht da. Wir haben gerade gestartet, dahin zu laufen. Und Herr Goldmann, er richtet gerade seinen Rucksack, weil der heute komisch sich anfühlt. Guck mal hier, da vorne, da steht Lunsen drauf. Das ist Ortsschild. Wir laufen jetzt durch Lunsen durch. Guck mal, Leute, der Herr Goldmann, der ist da ganz hinten irgendwo, er möchte einen Baum anpinkeln. Und deswegen stehe ich hier rum und warte auf ihn. Wir sind in Asenözen angekommen. Da laufen wir jetzt gerade durch. Guckt mal hier, guckt euch mal diese ganzen Frühlingspflanzen hier vorne an. Die sind, guck mal, hier gibt's sogar urinfarbige Frühlingspflanzen. Die sind richtig geil. Wir sind in Morsum angekommen. Guck mal, hier, wir haben hier einen verschmierten, verranzten, das war jetzt echt ranzig, Alter. Guck mal, wir haben hier einen verschmierten, ranzigen Netto gefunden. Und, ich muss da jetzt nicht rein. Aber hier, dieser Herr Goldmann, der möchte da rein, um dort für sich noch so ein paar Sachen einkaufen zu gehen. Mineralwasser und Karotten. Ich bin eine Bakterie, die aus dem Kopf rausgeschossen kommt. Wir gelaufen jetzt aus Morsum raus. Und wir laufen jetzt nach Richtung Wulmstorf, oder wie das heißt. Das ist wahrscheinlich die nächste Ortschaft, die wir durchqueren werden. Guck mal. Wir sind hier in dieses Wulmstorf angekommen. Und das riecht hier nach ganz vielen Tierdurchfall. Als ob das hier überall hier reingespritzt wurde, hier, dieser ganze Tierdurchfall. Das ist richtig riechend hier. Das ist ein Dorf mit Geschmack. Da ganz hinten, die Sonne, die geht leider immer weiter runter. Und deswegen ist kühler geworden und deswegen haben wir unsere Pullovers angezogen. Ich will eine Eisenbahn. Und dann, genau das haben wir gemacht und jetzt gelaufen wir gleich weiter. Nach Richtung Dahland. Ich will eine Windmühle. Guck mal hier. Wir chillen hier auf diesem Boden hier rum und machen hier ganz kurz so ein bisschen Pause. So ein kleines Päuschen. Und genau nachdem wir dann Pause gemacht haben,
keine Ahnung, 10 Minuten oder so. Und dann gelaufen wir weiter nach Richtung da lang. Das sind von diesen Herren Goldmanns Schuhe. So, wir sind jetzt gerade unter der Brücke und wir suchen uns einen Schlafplatz aus, weil es ist dunkel geworden und hier unter der Brücke ist es ziemlich laut mit den ganzen Fahrzeugen und sowas, die hier drüber scheppern. Und genau deswegen, aus diesem Grund, laufen wir nach da lang, nach da ganz hinten lang irgendwie. Und wenn wir da ganz hinten lang hier hingekommen sind, dann suchen wir uns den Schlafplatz aus, der nicht so rumschallt für diese ganze Fahrzeuge, die hier rumscheppern. Guck mal, Leute, ich habe hier meinen Schlafplatz aufgebaut. Und hier, wie heißt hier der Herr Goldmann, der versucht jetzt gerade seinen Schlafplatz aufzubauen. Diese Hängematte oder wie das heißt. Ich find's halt kacke, wenn's regnet, dann ist doch hier so ein Loch, Alter. Aber oh, das so sind die, das sind die wichtigsten Probleme, die man lernen muss. Ja, ist so. Ja. Man ist erwacht, man ist auferstanden. Nächster Tag ist angebrochen. Richtig geil. Und guck mal. Da drüben, da sitzt der Herr Goldmann. Dieser verschimmelte Stock hier vorne, der richtig vergammelt ist. Der hat hier meinen Schlafplatz gehalten. Das ist ein richtig geiler Stock. Voll Fettschiff. Ein Schiff mit Fett dran. Voll Fettschiff. Und darauf erstmal einen guten Morgen Bier trinken. Guck mal, Leute, das erste Mal, dass ich in diesem Jahr barfuß draußen rumlaufen kann. Weil wegen voll cool Wetter, das ist richtig geil. Barfuß laufen, hier, das ist schön und gesund und das müsst ihr auch alle machen. Das ist empfehlenswert. Und guck mal, wie weiß meine Füße geworden sind wegen diesem komischen Winter. Das hat mich richtig genervt. Das stört mich. Das muss hier. Die Füße, die müssen durchfallfarben werden. Das muss braun werden. Das muss richtig dunkel werden. Da muss so richtig die Dreischöpfung rein. Das muss richtig reingehen. Ich wäre ein Heupferd. Guck mal. Das Wetter ist wieder so richtig cool zu uns. Wir haben schon wieder unsere Pullovers ausgezogen. Das ist richtig geil. Das ist richtig geil, wenn er wenn er D3 auf diesen Kellerasselfläche drauf scheppert. Das ist richtig geil. Und guck mal, Leute, wir gucken uns hier. Ist so, ich glaube, Natur dieser Fleisch ist genauso fertig wie mein Kopf. Das heißt, ich werde jetzt das Fleisch jetzt erstmal. Und das ist richtig geil. Das müsst ihr auch machen. Der ist über mein Solarpanel drüber gefahren. Nein. Das hat das ein bisschen hier zerkratzt. Widerlich. Dieser Arschloch-Traktorfahrer hat hier mein Solarpanel zerkratzt. Jetzt kommt da viel zu wenig Energie durch. Also weniger als wie ich glaube, dass da durchkommt.
Und das ist richtig widerlich und bakterienhaft und ekelhaft. Ich brauche einen neuen Solarpanel, der richtig funktioniert. Der richtig Dampf hat und so weiter. Das ist richtig widerlich, das ist ekelhaft. Das gehört so sich nicht. Das muss weg. Das ist scheiße. Das ist richtig Arschlochverhalten. Ich bin ein Maulwurfgesicht. So, ich übergebe den Herrn Goldmann mein Universalband, damit er sein Latschen viel besser zumachen kann. Vielen Dank. Mit noch mehr, wie heißt das Ding, Umdrehung und sowas. Und mehr Befestigkeit. Und mein Universalband, der hat teurer gekostet wie von den Herrn Goldmann sein Schuh. Das ist echt so, vielleicht wirklich ja. Mehr das Band um den Fuß. So, Alter. Ich bin ein Gänseblümchenfresser. So, die Sachen sind gepackt. Der nervige Müllsack, ist, der mich die ganze Zeit richtig nerven wird, ist auch gepackt. Der Solarpanel, der von diesem dreckigen Bauer hier zerkratzt wurde. Hier Traktorfahrer oder wie das heißt. Der ist auch da dran. Und jetzt Wanderung Tag 4 oder keine Ahnung, Start kommt. Oh Scheiße. Wir wollten gerade loslaufen und dann ist dieser nervige, überfettigte Müllsack rausgerissen. Das heißt, ich muss das jetzt mit zwei Müllsäcken aufteilen. Das wird richtig nervig. Das wird richtig widerlich. Bäh. Igitt. Ekelhaft. Bazillenhaft. Krankheitserregend. Blutekel. Mammut. So, ich habe das jetzt in zwei Müllsäcken aufgeteilt. Und jetzt hoffe ich darauf, dass die nicht aufreißen und diese ganzen leeren Bierflaschen und noch mehr Müll dann auf den Boden drauf fallen. Guck mal hier. Diese ganzen Tüten, die nerven richtig rum, diese Mülltüten. Das heißt, wir brauchen dringend einen verschmierten Mülleimer, damit ich das wegschmeißen kann. Das nervt richtig. Das ist richtig hier. Das ist richtig Güllegrübe. Diese ganzen Autos und sowas, die stören, die nerven uns. Die sind richtig beschissen, die sind richtig laut und sowas. Die nerven unser Gehirn. Das ist richtig widerlich, das ist ekelhaft. Und vor allem diese ganzen LKWs und so weiter, die sind richtig störend. Die gehen richtig aufs letzte Nervenende. Die sind richtig keine Ahnung, was ich sagen soll, aber das ist wie als wenn man von irgendeinem Wildschwein überfallen wird. So beschissen ist das. Guck mal, da vorne ist ein Ortsschild, da steht Groß Hutbergen dran. Und da laufen wir jetzt durch nach da lang. Und vielleicht hat diese Ortschaft Biergeschäfte oder sowas. Damit wir später Bier trinken können. Das wäre richtig geil, weil das Bier von gestern, das ist leider schon leer gegangen. Das haben wir schon ausgetrunken. Guck mal, ich habe hier diesen nervigen Mülltüten in der Hand dran. Und wisst ihr warum? Weil wir hier vorne einen Mülleimer gefunden haben. Das heißt, ich kann das hier jetzt wegschmeißen. Endlich. Ich kann das endlich entfernen. So. Hier stehen diese ganzen leeren Bierflaschen rum. Und hier ist der andere Müll verschwunden. Das habe ich gerade so richtig hier reingedrückt.
Und eine Bierflasche ist kaputt gegangen und deswegen habe ich das da auch reingedrückt. In diesen. Ich bin ein Wildschwein. So, dauert nicht mehr lange, bis wir in Pferden angekommen sind. Dieser Pferden oder wie das heißt, das sollte da drüben sein, wo die Häuser sind. Warte, guck mal da drüben, hier hinter diesen Bäumen. Und zwar da. Da ist was Urinfarbiges. Und ich glaube, dass das Nieto sein könnte. Also ein neuer Biergeschäft, damit wir gleich Bier trinken, kaufen und trinken können. Das hier, das ist ein Netto. Und da werden wir jetzt Bier kaufen gehen. Und ich bin ein Parasit. So, ich habe gerade hier 18 Flaschen Bier gekauft. Und was zum... hier Apfeldings mit Brötchen. Zum Zwischendurchfressen. Und das werde ich jetzt in meinen vergifteten Wagen hier reinpacken. Und ich bin eine richtige Kakerlake. Endlich wieder Bier trinken. Ich bin eine richtige Küchenschabe. So, wir sitzen hier ganz entspannt auf einer Bank hier rum. Und wir trinken ganz entspannt Bierchen. Prost, Boden. Und guck mal, da ganz hinten. Da hinten sind Gebäude und das ist Pferden. Aber wir laufen jetzt nicht in Pferde rein, sondern wir laufen nach Richtung nach Dalag. Und da hinten, da könnte vielleicht unser Pennplatz irgendwo sein. Wenn wir da ein bisschen weiter gelaufen sind. So, wir sind eben gerade die ganze Zeit diesen vergrasten Deich hier rumgelaufen. Und das war ein bisschen scheiße gewesen mit dem Wagen hier. Und guck mal, da vorne, wo der Herr Goldmann reingeht, da ist ein kleiner Waldstück. Da werden wir heute reingehen. Also wir werden jetzt gleich reingehen. Und da werden wir dann unser Festmahl machen. Und da drin werden wir dann heute Nacht pennen. Oi, 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 oi. So, der schwere Wagen ist... von da oben, also von dem Deich da oben, runtergebracht. Und das hier, das ist dieser Stamm, wo drauf man sitzen kann. Oh, das ist richtig geil. Guck mal, obwohl ich überhaupt nicht auf der Suche nach irgendeinem Geocache bin oder so, haben wir hier was gefunden. Mit diesem Zettel hier. Ich bin ein Geocache. Ja, genau, das steht hier drauf. Und hier ist ein Buch. Und der erste Geocache, der ist tatsächlich von 2012. Also das liegt hier schon... Ja, welches Jahr haben wir denn heute? Schwierige Frage, also 22, glaube ich. 22. Genau, das liegt hier schon seit 9,5 Jahren hier rum. Alter, wie krass. Ja, und guck mal. Das hier, das ist der letzte. Das ist 22.02.2021 ist der letzte Eintrag. Und der nächste Eintrag, das wird Natururin-Eintrag sein. Extra zum mehr Reichweitenerweiterung. Das werde ich jetzt hier mit meinen komischen, verranzten Kugelschreiber reinschreiben. Das wird richtig geil. Ich bin beschnitten. So, ich habe in dieses Buch hier reingeschrieben. Und das ist der erste Eintrag nach über ein Jahr. Das ist Gehirnzelle. Guck mal hier. Ich habe hier mein Tarp aufgebaut.
Da schlafe ich heute drunter. Und hier ist die Hängematte von diesem Herrn Goldmann. Da schläft er heute. Und genau, das ist richtig chillig wieder. Und wir werden gleich uns so einen richtigen Festmahlmenü kochen. Dieser Herr Goldmann, er hat hier Steine rübergebracht. Die haben irgendwo da ganz hinten gelegen. Und genau, das hat er hier rübergebracht. Extra, damit wir einen Essenstisch haben. Ui, 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 ui. So, ich habe mal Spirituskocher angemacht. Und jetzt wird erstmal dieses Wasser hier warm gemacht für die Nudeln gleich. Und dann warten, bis gleich Blasen kommen. Und währenddessen wir hier abwarten, bis dann gleich Blasen kommen, werde ich erstmal diese Zwiebel und diese Paprika beschneiden. Paprika und Zwiebel sind klein geschnitten. Und jetzt werden die gleich erstmal angebraten. Und die hier, die sehen genauso fertig aus wie mein Kopf, wie mein Gehirn. Das heißt, ich kann... Das ist nämlich die zweite Portion von diesem Gemüse. Das werde ich jetzt erstmal hier reinpacken. Und hier, ich habe hier Schweinefleisch. Das ist Schweinegeschnetzeltes. Das werde ich genauso rausholen, wie das vielleicht bei mir ein Specht machen könnte. Dass der ein Stück Gehirn aus meinem Ohr rausholt. Weil dieser Topf hier zu klein ist, muss ich zweimal das machen. Und das hier raufstellen. Also dieser Fleisch hier vorne, der sieht wieder voll cool aus. Der ist, glaube ich, der ist, glaube ich, genauso durch wie mein Gehirn. Und deswegen packe ich das hier jetzt erstmal zu den aufgewärmten Paprika Zwiebeln drauf und jetzt ganz schnell zumachen, damit das nicht zu kalt wird. Und dann werde ich jetzt den Rest von diesem Schweinefleisch hier drauf machen. Und jetzt wird das hier gebraten. Und ich glaube, diese Scheißnudeln sind fertig. Die sind weicher als mein Kopf. Das ist widerlich. Das ist ekelhaft. Ich werde erstmal dieses Wasser hier von diesen Nudeln entfernen, damit die bloß nicht noch weicher werden. So. Ich glaube, Fressen ist fertig. So. Fressen ist fertig. Ja, scheiße. Aber schmeckt wie immer geil. Das schmeckt voll cool. Das ist richtig geil. Das ist richtiges Festmahlfressen. So draußen im Wald. Das müsst ihr mir alle nachmachen. Weil das ist geil. Deswegen müsst ihr es mir alle nachmachen. Das ist ein richtiger Genuss. Das ist viel geiler, als wenn ihr irgendwo drin seid. Bei euch zu Hause oder so. Und auf einem Küchentisch fresst. Dann ist das nicht so geil, wie wenn ihr draußen das fresst. Wenn ihr draußen so richtig Festival zaubert. Das ist richtig geil. Das schmeckt viel, viel besser. Das schwöre ich euch. Das könnt ihr mir glauben. Bier? Ja. Ich habe hier eine Bierke gefunden. Und wisst ihr, warum diese Bierke hier steht?
weil das ein Bierbauer Birkenbaum ist.